Es ist die bislang umfassendste Retrospektive von Dayanita Singh. Hier in der Villa Stuck kann man deutlich sehen, dass die indische Künstlerin eine einzigartige Position in der fotografischen Tradition einnimmt. Die Motive von Dayanita Singh sind vielseitig. Menschen, Archive, Tänze, Architektur. Aber nur schwarz-weiß und analog. Und ihr Motto und der Titel der Ausstellung lauten Dancing with my camera. Sie tanzt mit ihrer Kamera, das ist aber nur der Ausgangspunkt von ihrem Werk. Mit den Fotografien schafft sie Installationen, häufig in Möbeln eingebettet, sind Strukturen, die dazu einladen, die Bilder miteinander zu verbinden, um die Bilder sich herum zu bewegen. Die BesucherInnen sind auch dazu eingeladen, sich aus verschiedenen Perspektiven diesen Bildern anzunähern, eigene Verknüpfungen herzustellen und diese Bilderwelten zu entdecken. Dayanita Singh ist 1961 in Neu-Delhi geboren. Sie versteht sich als Offset-Artist, das heißt als Buchmacherin, die mit Fotografien arbeitet. Und das Besondere hier in der Villa Stuck? Die Ausstellung befindet sich in dauerhafter Veränderung durch sogenannte öffentliche Aktivierungen. Am 18. Februar findet die letzte Aktivierung von dem Museum of Chance statt. Da wird eine Person aus dem Museum die Bilder herausnehmen und suchen eine neue Konstellation. So wie wir jetzt gerade beim Überlegen sind, wird es wahrscheinlich um Figuren, die sich vielleicht abwenden, um Beziehungen zwischen Bildern und Menschen. Aber mehr möchte ich auch nicht verraten. Ich lade Sie herzlich ein, am 18. Februar um 16:30 um 15.30 Uhr bei uns dabei zu sein. Dayanita Singh, Dancing with my camera. Die Ausstellung geht noch bis 19. März in der Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60.